Und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Minecraft. Schön, dass auch du wieder eingeschaltet hast. Das freut mich. Und ja, was soll ich sagen, großartig? Ich würde mich natürlich über ein Abo freuen, ist ja ganz klar. Nichtsdestotrotz, wir starten das Ganze gar hier jetzt. Moment, hier ist meine Spitzhacke, die wollte ich nach vorne tun. Und das Schwert natürlich auch. Und dann haben wir das alles hier. So. Erstmal möchte ich mich natürlich bedanken bei all meinen Zuschauern, die mir fleißig immer wieder Kommentare schreiben. Natürlich aber auch an die, die Lurker, die stetig immer zuschauen. Und ja, was machen wir die Folge? Wir farmen natürlich jetzt erst ein bisschen Eisenbarren, denn in der letzten Folge sind wir ein paar Mal krepiert, was richtig mies war. Das müssen wir natürlich wieder einholen. Habe ich richtig dumm angestellt, aber ich würde sagen, wir starten einfach mal hier. Und gucken uns mal an, was wir denn in dieser Folge an Ressourcen finden. Für die Rüstung natürlich, ist ja ganz klar. Ups. Und ich muss mal gucken, wie das hier funktioniert mit den Heiltränken. Denn ich habe irgendwie dauerhaft zu wenig Leben. Oder war das? Nee, das war doch mit Essen, ne? Ich muss vielleicht mal gucken. Also wenn, dann brauche ich... Warte, ich habe doch was zu essen, oder? Also erstmal ganz klar, Gammelfleisch, weg damit. Brauche ich nicht. Achso. Schon gedacht, dass Zombie hier ist in der Nähe. Das wäre natürlich richtig mies. Nee, das ist falsch. Das ist falsch. Fleisch, Fleisch. Haben wir kein Fleisch? Warte mal, kann ich die Eier da vielleicht? Nee, das geht nicht. Aber, ups. Aber das geht. Da habe ich nämlich schon mal ein bisschen was zu essen. Und ja. Jetzt wollen wir gleich mal gucken, was jetzt hier draußen so abgeht. Dann gehen wir gleich mal kurz vor die Tür und schauen mal, ob es überhaupt Tag oder Nacht ist. Oh, da fehlt ja immer noch was. Okay, einen Moment. Ich glaube, wir sollten... Ja, wir gucken gleich mal. Es ist dunkel. Ich gehe wieder rein. Nee, dann würde ich sagen, Fackeln auspacken. Moment. Oh, stimmt, ich hatte ja gar keine mehr. Dann müssen wir das anders machen. Wartet mal. Nee, ich habe ja schon. So. Und. So. Dann haben wir nämlich auch Fackeln. Und jetzt starten wir das Buddeln. So. Eine kleine Farmrunde, ja. Aber brauchen wir. Wir brauchen das mit Material. Damit wir endlich weiterkommen. Erstmal brauchen wir Licht. So. Zack, 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 zack. Oh, jetzt muss ich aber hier auch nochmal wegmachen. So. Wollen wir mal gucken. Jetzt kramen wir uns einfach mal hier so ein bisschen gerade nach vorne. Okay, das nehmen wir mit. So. Oh, nee, das ist Sand. Da will ich nicht hin. Da will ich nicht hin. So. Weiter geht's. Ein bisschen Eisen wäre noch nicht schlecht. Dann könnte ich nämlich mal gucken. Dann würden wir nämlich gerade die Folge anfangen, eine Rüstung zu craften. In der letzten Folge sind wir einfach zu oft krepiert. Das geht nicht. Das werden wir diesmal nicht zulassen, dass wir so oft krepieren wie jetzt in der letzten Folge. Nee. Weiter geht's. Aber die Bogenschützen sind auch unfair, finde ich. Also die sind richtig fies. Sie treffen einen komischerweise irgendwie fast immer. Aber gut, das da vielleicht mache ich auch einfach nur was falsch. Könnt ihr mir irgendwie... klären oder so, ich weiß es nicht. Hä? Ernsthaft? Ich wurde einfach zurückgesetzt, Mann. Ich hoffe, das hat jetzt nicht irgendwie Auswirkungen auf... Oh, Eisen. Ich habe Eisen gefunden. Ja, damit. So, da haben wir ein bisschen Eisen. So, blub, blub. Hier war doch auch noch was, ne? Nee. Hier ist nur ganz viel Sand. Okay, dann ist hier schon mal kein Eisen mehr. Dann gehen wir jetzt in die Richtung. Aber vorher eine Fackel hier rein. Zack, zack, zack. So. So, was habe ich die letzten Tage gemacht? Ganz einfach. Ich habe viel gearbeitet, deswegen kamen auch nicht ganz so viele Folgen. Dann muss man auch dazu sagen, ich habe meinen PC ein bisschen aufgerüstet. Ich bin umgestiegen von SSD auf eine M2, 1 Terabyte. Und vorher hatte ich eine SSD 250 GB und das hat natürlich ganz klar nicht gereicht für den PC und vor allem nicht, also schon für den PC, aber überhaupt nicht für Streamen, weil meine Platte war dauervoll und das ging so nicht. Das konnte ich auf Dauer euch also hier allgemein nicht antun, dann
musste ich jedes Mal Videos craften, sage ich schon, Videos machen und produzieren und dann nach spätestens dem zweiten Video durfte ich aufhören und dann musste ich schon rendern und boah, das ist ekelhaft. Und das heißt, ich musste dann jedes Mal die Videos löschen, wenn ich fertig war und die hochgeladen habe. Das heißt, zwei Videos machen, zwei Videos fertig haben, rendern, diese dann hochladen und dann die Videos, die alten, löschen. Und dann konnte ich erst weitermachen. Ja, wir haben nochmal Eisen gefunden. Ja, und dann konnte ich erst die nächsten Folgen aufnehmen. Das hat mich tierisch genervt. Und ja, da habe ich mir gedacht, komm, guckst du mal, wo du die billig herkriegst. Die M2-Regel da, die neuen. Weil ich finde von Preis-Leistung her, und das Mainboard passt ja auch dazu, von Preis-Leistung her finde ich M2 wesentlich besser. Von der Performance her sind sie ja auch... ob sie Nachteile haben, bestimmt, ganz klar, hat irgendwas immer irgendwie, gibt nicht nur Vorteile, aber ich bin mega zufrieden, das funktioniert wirklich super schnell. Ich habe es aber nicht geklont oder als Hauptplatte benutzt, nee, ich habe es lediglich als externe Platte genommen, habe alle meine Spiele runtergehauen, habe alle Spiele da drauf gehauen, sodass hauptsächlich die Spiele schneller funktionieren etc. und so die Hauptprogramme, das Rendern später etc. Ich weiß nicht, ob das was bringt, keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung von sowas. Ich habe einfach nur alles da drauf gehauen und die externe Platte, die benutze ich natürlich jetzt auch nur noch für Safe, also so kleine Safety-Dinger. Da kommen halt nur noch die wichtigsten Sachen drauf, die ich dann wirklich behalte auf Dauer und das war's. So, dann wollen wir jetzt das Ganze natürlich einschmelzen hier. Erstmal ein bisschen mehr Kohle. Falsches Loch. Hier, da wollen wir rein. So, guck gerade nochmal, ob es Tag ist. Weil ich hätte nämlich Lust. Ja, perfekt. Moment. Ich will nämlich, ich weiß nämlich, das habe ich mal in einem Video gesehen. So, und dann brauche ich. So. Oder wobei, das brauche ich gar nicht so, ne? Machen das aus Stein. Wie, das geht nicht? Ach so, das ist kein Stein. Schon wieder nicht. So, jetzt. Machen wir das nämlich so. Wir haben ja einige Samen. Ich weiß nicht, was das für Samen nochmal waren. Weizenkörner, genau. Und Kürbiskerne. Die nehmen wir auch noch mit. Und roter Farbstoff. Damit können wir nichts anfangen. Seetang. Und ja, gut, das reicht. Oh. Ach, ah, okay, mit Kuh kann... Ah. Okay, auch gut. Jetzt habe ich was Neues gelernt. Mit Kuh kann man Sachen wegschmeißen. So, weiter geht's. Wollen wir jetzt erstmal ein Feld anlegen, würde ich sagen. So, das machen wir dann hier vor der Haustür. Zack. Oh Gott. Aber ich hab da... Oh. Oh, ich dachte schon, das wäre irgendein Gegner oder so. Mein Gott, ey. So. Wir wollen diese Folge natürlich erstmal einen kleinen Garten basteln. Und natürlich auch die Rüstung. Aber bevor ich die Rüstung mache, mache ich hier den Garten fertig. So. Dafür brauche ich wahrscheinlich eine Schaufel. Kriege ich den Berg nämlich schneller weg. Das hier unten machen wir auch alles weg. So. Sehr gut. Jetzt haben wir freies Feld. Und jetzt brauche ich eine Axt. Ich muss das so machen. Wo baue ich die hin? Da hinten hin, da. Hier rein. Und dann brauche ich eine Axt. So, und die machen wir natürlich auch wieder aus Stein. Weil Eisen brauchen wir ja für die Rüstung gleich. So. Und ich muss erstmal den Baum da wegschöffeln. Möchte ich hier nicht. So. Dann wollen wir mal gucken. Wie groß machen wir das? Weil erstmal machen wir hier. Ah ne, warte, wie geht das so? Oh, hey, was machst du denn da? Oh. Ich habe das irgendwo mal gesehen. So, das funktioniert auch irgendwie so, glaube ich. So, glaube ich. Oder war das... Nee, das war zumachen. Hey. Weg mit euch. Und dann war das hier, glaube ich, nochmal eine Linie ziehen. Das war ich aber nicht. So, hey. Okay.
Boah, das hat gerade noch gepasst. Perfekt. Sag mal, halt auf. Ich will das nicht. Boah, das wächst schneller, als ich mache, also hier was machen kann, ey. So, und dann war das doch hier irgendwie so ein Lochbuddel, ne? Irgendwie so. Ein Loch. 1, 2, 3, zweites Loch. 2, 3, drittes Loch. 1, 2, 3. Oh. Jedes Loch. Und dann war das doch hier noch ein Loch, ne? Ja. So, dann brauche ich irgendwas mäßig. Nee, falsch. Hier geht das auch gar nicht. Nochmal zurück. So. Dann benötige ich. Wo ist es denn? Hier. So war das da, oder? Oh. Okay, ein Boot nehmen wir natürlich auch. So war das. Nee, das ist auch falsch. Wie geht denn das nochmal? So vielleicht? Oder so? Nee, das war das Boot. Wie kriege ich das denn nochmal hin? Das war doch so. Oder muss ich das mit Brettern machen? Moment. Nee, das ist kein Brett. So, das sind Stickies. Das ist auch nicht. Das ist es auch nicht. Wie kriege ich denn hier? Oder muss ich das so machen? Nee. Das ist eine Kiste. So. Auch nicht. Hä? Wie mache ich denn hier so einen Krug? Dass ich Wasser holen kann. Oder brauche ich dafür das Eisen? Ah, okay. Eimer, genau. Gut, dann habe ich halt Eisen leider verschwenden müssen für einen Eimer. Ist mir aber egal. Oh, so. Wie war das? So, genau. Rechtsklick. Rein. Rechtsklick. Rein. Rechtsklick. Nee, das ist kein Loch. Rein. Hey, da ist was im Loch. Her damit. So, dann nochmal. Rechtsklick. Und rein. So, und. Achso, einer fehlt noch, oder? Rechtsklick. Rein. Rechtsklick rein, rechtsklick rein, rechtsklick rein. So. Jetzt ist aber schon wieder alles zugewuchert hier. Das kann doch nicht wahr sein. Ach, deswegen. Okay, warte mal. Ich sollte vielleicht. Moment. Das so machen. Und dann brauche ich noch. Nehme ich noch einen. Weil ich glaube, der geht mir nämlich gleich kaputt. So. Dann nehmen wir den natürlich als erstes. Ups. Hab ich jetzt Knochen weggeschmissen. Wollte ich nicht. So, wie war das? Und ziehen das jetzt durch. Ich pflanze lieber mal gleich. Hier ein Kürbis. Hier ein Kürbis. Hier. Da, da, da. So. Zack, zack. Und noch ein Kürbis. Und zack, zack. Und zack. Warte, zwei. Ne, ein Feldabstand. So, zack. Haben wir die Kürbisse gepflanzt. Das machen wir jetzt hier auch. Aber dieses Mal anders. So. So, 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 so. Okay, jetzt aber. Zack, 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 zack. So. Weg damit. Ich hoffe, das reicht noch. Wahrscheinlich nicht. Oh, es reicht. Ich glaube, es hackt. Gut, so. Dann brauchen wir jetzt natürlich die Samen hier. Oh Gott, das ist so nervig. Machen wir das jetzt so. Jetzt ist das schon wieder zu, ja. Nee, jetzt bin ich durcheinander. Nee, es war noch nicht zu. Aber gleich. Wenn ich noch länger brauche. So. Ich will das natürlich schön haben. So. So, jetzt pflanzen wir hier die ganzen Blüten ein. Zack. Zack, 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 zack. So. Haben wir das eingepflanzt? Ich hoffe nicht, dass ich das kaputt mache, oder? Habe ich das kaputt gemacht? Nee, habe ich nicht. So, machen wir das weg, das weg. Hä, wird es schon wieder dunkel? Hä, das wurde doch gerade erst hell. Alter, verarschst du mich jetzt, oder was? Das kann nicht sein. Das ist geschummelt. Das geht nicht. So, dann machen wir hier. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Die machen wir weg. Oh, das wollte ich nicht. So. Alles muss weg. So, jetzt brauchen wir ganz viele Samen. Hier natürlich auch. So.
Oh, natürlich habe ich das wieder vergessen. Ja, ich mache ja schon. Bin ja schon dabei. Und es wird dunkel. Das geht auch nicht. Jetzt habe ich keine Kerne mehr oder was? Doch, habe ich. 3 Stück noch. So, zack, zack, zack. Und keine mehr. So, dann brauchen wir jetzt noch eine Blume. Muss ja auch schön aussehen hier. Und die Bäume, die pflanze ich auch. Und zwar hier ein, hier ein. Oh, fuck. Oh Gott, ich habe vergessen, es ist ja dunkel geworden. Habe ich mich jetzt gerade zerrissen. Oh Gott. Ihr glaubt nicht, wie ich gerade zusammengezuckt bin. Oh Mann, ey. Das ist Schock des Lebens, ey. Scheiß Wasserzombie, ey. Gott. Wo ist der Drecksvieh? Boah, da hat er mich sowas von zerfetzt gerade. Mit seiner Anwesenheit. Ungelogen, wir haben gerade alle meine Adern innerlich haben zusammengezogen. Ich habe gedacht, ich gehe kaputt, ey. Also so ein Schock, das ist der Grund, warum ich keine Horrorspiele so wirklich spielen möchte. Aber das kommt ja auch noch, habe ich ja gesagt. Ich bin ein richtiger Angsthase, was sowas angeht. Oh Mann, ey, da werden die Leute was zu lachen haben, ey. Was ist hier los? Boah, schon wieder zusammengezuckt. Weißt du, obwohl ich wusste, dass der hinter mir ist. Weg mit dir. Weg. Achso, ich habe kein Leben mehr. Oh. Boah, okay. Ich glaube, wir sollten jetzt erstmal in Sicherheit gehen. Sonst wird das definitiv ganz schnell zu Ende gehen hier. Ich baue aber vorher noch. Damit die nicht hier wieder in meiner Nähe spawnen. Das habe ich nämlich gelernt. Zombies spawnen nämlich gerne da, wo es dunkel ist. So viel weiß ich. Oh. So. Und hier. Und. Ups. So. Ups. So. Und hier. So. Dann haben wir das. Und dann können wir hier runterlaufen. Wobei da oben den Berg, den mache ich auch noch. Mache ich hier einen Baum her. So. Hier, da und da. Sieht doch schön aus jetzt. Ist nicht mehr so duster hier. Dann mache ich hier noch einen hin. Und ja. Was ist hier los? Warum sind die weg? Keine Ahnung. Ich würde sagen, wir gehen jetzt aber erstmal wieder in die Höhle. So. Und rein da. Na dann. Und jetzt gucken wir erstmal wegen der Rüstung. Jetzt haben wir 12 Metall mehr. Das ist was dunkel, ey. Das kann ich so nicht lassen. So, krieg ich Angst. Okay, hier ist eine Fackel. Das bringt ja überhaupt nichts da drüben. Oh, shit. No. So, jetzt aber nochmal. So. Ist mir alles so... Ach, hier ist ja noch Kohle. Ach ja. Ich glaube, Takt, ey. Geht auch nicht. Wir brauchen erst noch mal, wartet mal. Wir gehen da jetzt hin. Falsch. Hier wollten wir hin. Wir brauchen nämlich erst noch mal 2 Spitzhacken. Das ist viel wichtiger. So, und noch einer. Und jetzt können wir mal gucken. Jetzt haben wir 2 Spitzhacken. Wie geht das jetzt? Ich brauche erstmal Brust. Wie macht man das? So, oder? Nee. Ich hab's, Leute. Wartet, ich hab's gleich. Brust brauche ich. Ich hab's gleich, ja. Ich hab's gleich. Versprochen. Irgendwie so war das doch. Nee. Hä? Was denn? Was ist das denn? Ein Kessel. Na gut, den brauche ich jetzt aber nicht, ne? Lore. Lore, okay. Eisengitter brauche ich jetzt aber auch nicht. Lore. Okay. Hä? Baut man nicht normalerweise aus diesen Dingern Rüstung? Bin ich jetzt irgendwie total verblödet oder? Was ist hier los? 5 Rüstungen. Wow. Genau anders. Ach so, ich muss die von oben heraus anlegen. Okay. Wartet mal. Dann brauche ich nochmal das Eisen. Wo ist so ein Eisen hin?
Ja. So, also erstmal ein Helm. So. Dann brauche ich eine Brust. Ne, das ist eine Hose. Na egal, auch gut. Und dann brauche ich die Brust. Wie geht das denn nochmal? Von oben, gell? So. So. Ne, das war das Falsche. Das war Helm. Das war auch nichts. Was ist das denn? Eine Schere? Oh, nimm mal auch. Da habe ich gesehen, damit kann man irgendwas mit den Schafen machen. Das ist natürlich auch nicht schlecht. Und dann brauche ich. Ich brauche eine Brust. Wie geht denn das? Das ist die Lore. Kopf. So hätte, also ich hätte eine Brust so gemacht. Moment. So, und dann hier oben den Kopf. Nee. Ich vergesse mich gleich. Warte mal, Rüstung und dann gehen wir auf Seite 2. Ah, okay, jetzt habe ich natürlich aber zu wenig. Wartet mal. Anziehen, anziehen. Jetzt haben wir natürlich zu viel von allem, aber nicht das, was wir brauchen. Das heißt, wir gehen das da mal. Oh Gott, diese Geräusche. Dann gucken wir nochmal. Also wir haben eine Spitzhacke und wir brauchen jetzt erstmal Eisen. Das heißt, wir gehen nochmal runter. Das machen wir mal weg. So. Dann gehen wir hier runter. Ja, gehen wir hier runter. Und buddeln uns doch hier einfach mal durch. Und zwar hier. Da. Ah, da haben wir auch schon Eisen. Perfekt. So schnell kann es gehen. Dann haben wir unsere Brust auch gleich zusammen. Das ist natürlich mega nice. Außer das ist natürlich jetzt nur ein Eisen. Ne, es sind mehrere. Sehr schön. Geil. Als her damit. So. Zack, 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 zack. Und jetzt war ja unter mir noch einer, ne? Ja. Und jetzt brauchen wir hier natürlich auch wieder eine Fackel. Zack. Und zack. Und zack. Und zack. So. Können die mir nämlich hier auch wieder nichts. Und jetzt können wir uns hier geradeaus durchbuddeln. Da ist schon wieder Erde oder sowas. Das wollen wir nicht. Braucht keine Erde. Aber hier ist schon wieder Kohle. Und Kohle ist immer wieder ein Indiz dafür, dass in der Nähe sich wieder irgendwas mit Eisen befindet. Meine Meinung ist das. 100 Pro. Bin mir sicher. So. Könnt ihr sagen, was ihr wollt? Es ist mir egal. Ich weiß, dass das so ist. Und wenn nicht, ist auch egal. Das ist einfach so. So. Zack, 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 zack. Ihr seht es gleich. Gleich kommt dick viel Eisen, ey. Richtig, richtig viel Eisen. Ihr müsst es euch ansehen. Ungelogen. Ihr werdet sehen. Vertraut mir. Ihr werdet es sehen. Ihr müsst nur zuschauen. Okay, das war natürlich ein Fehler. Warte mal. So. Oder wobei, ich kann das eigentlich aufmachen. Dann habe ich hier wieder noch einen Durchgang. Aber nee, dann verlaufe ich mich. Nee, 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 nee. Dann habe ich zu viele Durchgänge und dann laufe ich nur noch im Kreis. So geht das nicht. Machen wir hier noch ein bisschen frei. Zack. So. Oh Gott. 2, 3, 4, 5, 1. Oh. Das ist meine Höhle? Egal, die lasse ich jetzt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Gut, wir haben nichts gefunden. Dann gehen wir hier in die Richtung und gucken da nochmal. Na, ah, scheiße, das war ja mein Loch. Hä? Warte, ich bin hier durchgelaufen. Dann hier nach unten. Hier rüber. Oh, shit, ich weiß, wo ich bin. Ich weiß, wo ich bin. Das ist ganz schlecht. Das ist ganz schlecht. Oh Gott, wir müssen hier raus. Ganz schnell weg hier. Und ob wir das schaffen oder nicht und ob wir herausfinden, seht ihr in der nächsten Folge. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Hat mich
wieder gefreut. Lasst mir einen Daumen da. Ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit der nächsten Folge, die morgen erscheint. Und ansonsten, mich hat's gefreut, dass ihr da wart. Danke. Macht's gut. Euer Barul. Ciao.